Leipzig hat letzte Woche Halbfinale gehabt, bis nächste Halbfinale Europa League steht an. Ein Österreicher spielt zurzeit bei Leipzig und den geht's besuchen. Hi. Servus. Servus. Ich bin jetzt 5 Jahre da und ich war noch nicht einmal da. Das ist schon schön. Du warst noch echt jetzt? Ja, wie soll das sein? Du bist noch nie da gewesen? Nein, wo bist du denn da? Du, ich meine echt, jetzt sagst du mir jetzt im Leipziger Berg. Ja, das ist der Leipziger Berg. Ich schaue halt schon schön aus, wenn du halt da rausgehst und da sind halt die Berge da. Und wenn du es dann auf einmal nicht mehr siehst, dann merkst du erst, wie schön es ist eigentlich daheim. Ja. Also ich fühle mich aber auch sehr wohl hier. Wie gesagt, ich bin 5 Jahre hier, gibt auch schöne Ecken hier. Brauchst du noch ein Navi in der Stadt? Nein, das brauche ich schon lange nicht mehr. Also ehrlich, jetzt, es ist wirklich, ich meine, am ersten Tag, wo ich hergekommen bin, habe ich gedacht, so, boah, wie soll ich mich da jemals auskennen? Aber es ist wirklich komplett einfach. Ich war sogar meine ersten Wochen, wo ich da war, war ich sogar gleich im Zoo. Okay. Also das war Eintritt und der Zoo ist auch wirklich schön. Also du vermisst die Berg. Wie schaut es mit dem heimatlichen Essen aus? Ja, da hast du sicher einen Punkt getroffen. Also ich sage jetzt nur Kaiserschmarrn? Ja, also wir brauchen nicht drüber reden. Also, es gibt viel, aber was es nicht gibt, ist österreichisches Essen hier. Und das findest du auch wirklich nicht. Und ich muss auch sagen, also seit ich weg bin und ich bin dann ein paar Tage in Salzburg, ich bin immer in irgendeinem Wirtshaus. Mhm. Also weil das Essen, das kriegst du nicht. Die kriegst du nirgendwo aus. Ja. Das kann man irgendwie nicht nachmachen und das schmeckt da komplett anders. Ich finde, wenn man das Schnitzel hier irgendwo isst, das kannst du nicht vergleichen. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, warum ich mich gar so wohl fühle, aber ich habe schon entdeckt, meine Slalomstangen sind da hinten. Ah ja, schau. Da war ich gar nicht so wenig. Ja. Ich habe kippen müssen. Ich kann schon gar nicht mehr. Also, ich weiß, warum ich Skifahren aufgehört habe. Jetzt hast du in aller Munde gespielt. Und abseits von Gerüchten, Gesprächen, Angeboten, das wärst du jetzt sowieso nichts verraten, ist die deutsche Bundesliga dein persönlicher Favorit oder welche Liga schaust du gern? Ja, ich bin generell einfach ein Fußballfan. Also, ich schaue generell gern die Premier League, war immer schon Fan von Liverpool, seit ich ein kleines Kind bin. Und seitdem schaue ich auch Premier League, von dem war ich immer schon Fan. Ja. Ja, und wenn die Zeit mir passt, der Weg auf die Insel würde auch. Also, würde es auch machen. Wenn's da noch mal irgendwann ein richtiger Zeitpunkt ist, ist man dann irgendwann mal bereit für einen anderen Schritt. Und wir trainieren immer da auf dem Platz. Und erst mal, wenn ich da rüber schaue, die ersten Wochen, und dachte, was stehen die da jetzt da, wo es Yoda auf? Was soll denn das bedeuten? Wir machen so ein C. Du, dieses You can do anything ist ja ziemlich passend, speziell hier. Ich glaube, das trifft im Fußball einfach wunderschön. Ich glaube, es geht alles nach den Herbst, glaube ich, was wir alle miterlebt haben, hätte man nicht gedacht, dass wir jetzt hier im April stehen und in 2 Halbfinals spielen und in schon fix einem Finale und hoffentlich sogar im zweiten. Ich glaube grundsätzlich, du willst einmal mal was gewinnen. Für das haben wir doch alle im Sport da dabei, dass man dann irgendwann mal was Greifbares, was Glitzerndes, was Schönes in der Hand hält. Dann kann es einfach die erfolgreichste Saison werden, was wir je gehabt haben da. Servus TV on, die Video- und Streaming-Plattform.